Was hochsteigt, kann auch tief fallen. Das ist sozusagen das Gesetz der Schwerkraft. Und wir haben jetzt so ein bisschen die Rückkehr des Gesetzes der Schwerkraft. Wir haben vorher nur die Anstiege gesehen. Jetzt sehen wir teilweise rapide Fälle. Die Frage ist, wie hoch ist die Fallhöhe? Das will ich in diesem Video mal ein bisschen ausleuchten. Heißt nicht, dass die Fallhöhe auch ausgeschöpft wird. Aber die Fallhöhe zumindest ist enorm, wenn wir uns mal die Durchschnitte, die gleitenden Durchschnitte anschauen. Gucken wir zunächst mal, wie es da mit den Tech-Aktien aussieht. Hier haben zum Beispiel diese Tech-Aktien, die großen Tech-Aktien, die wir alle kennen, die diese Rallye ja maßgeblich vorangetrieben haben. Die sind zwar runtergekommen schon ein Stück weit, aber immer noch 41% über ihrem 200-Tages-Durchschnitt, also eine immense Strecke, die da noch zu absolvieren wäre. Der Nasdaq hätte noch 600 Punkte, um auf seinen 50-Tages-Durchschnitt zu fallen, und sogar 2000, um auf seinen 200-Tages-Durchschnitt zu fallen. Wir haben heute beim Nasdaq Future interessanterweise gesehen, dass der Kontrakt genau beim 50er Retracement, nämlich bei 11.145, gedreht hat oder da sein Tief erstmal gefunden hat. Also Technik spielt hier eine gewisse Rolle. Normalerweise sind diese gleitenden Durchschnitte auch immer Anziehungspunkte, eben weil sie Mittelwerte sind, und die Natur hat so eine gewisse Tendenz zur Harmonie, zum Ausgleich. Möglicherweise ist also das Potenzial, das wir insgesamt noch haben, wenn wir hier von einer größeren Korrektur sprechen sollten. Aber wie gesagt, das ist noch nicht sicher. Schauen wir uns mal an, was zum Beispiel Stifel hier, dieses Analysehaus, sagt. Und hier ist eine interessante These oder eine interessante Feststellung, dass man sagt, ja, schaut euch mal diese Kurve an, des Nasdaq in Relation zum S&P 500, und das ist genauso wie in der Tech-Bubble. Damals haben wir eben eine noch immensere Outperformance des Nasdaq gesehen auf der einen Seite, aber die Muster, die ähneln sich sehr, sehr stark, und das ist sozusagen jetzt das Risiko, das man hat, dass eben diese Kurve zu stark gestiegen ist, dass all das ein bisschen zu krass ist. Es ist ja nicht so, dass die Firmen, die hinter diesem Anstieg stehen, die Microsofts, die Apples etc. irgendwie schlechte Firmen wären oder nicht ein großartiges Geschäftsmodell hätten. Das Problem ist nur, dass man offenkundig hier zugelassen hat, dass diese Firmen Monopole haben, und darin sehe ich das große Risiko für diese Firmen, dass man irgendwann sagen wird oder absehbar sagen wird, Leute, ihr dominiert diesen Markt, ihr könnt das nicht mehr tun, und dann werden natürlich diese Bewertungen in Frage gestellt, die wir jetzt da gesehen haben. Das ist vielleicht das zentrale Problem aus meiner Sicht bei diesen Bewertungen. Wir sehen also, dass die Angst wieder ein Stück da ist. Wir haben hier die Volatilität auf dem Nasdaq, die deutlich angezogen ist, ist jetzt im Grunde so hoch wie seit April nicht mehr. Also, wir sehen, da ist etwas in der Mache jetzt gewesen, da ist doch etwas Besonderes. Apple-Aktien zum Beispiel, um diese Fallhöhe nochmal zu demonstrieren, die sind zwar 15% gefallen jetzt in 3 Tagen, liegen aber immer noch mit 56% im Plus seit Jahresbeginn. Und natürlich noch krasser ist die Tesla, die zwar jetzt ein Viertel ihres Wertes verloren hat seit Wochenbeginn, aber immer noch 352% seit Jahresbeginn im Plus ist. Also da sieht man eben so die Relationen, da sieht man die Fallhöhen, was kann passieren, was könnte passieren, wenn wir sozusagen da eine Art Bereinigung erfahren. Was ist denn da möglich? Die Fallhöhe ist immens. Wie gesagt, sie muss nicht ausgeschöpft werden, aber wir sehen natürlich, dass die Dinge sehr überspannt sind und das, was wir jetzt aktuell gesehen haben, natürlich nicht aus heiterem Himmel kommt. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick darauf hingewiesen, dass wir ja eigentlich seit dem März nicht wirklich 2 heftige Korrekturtage in Folge gehabt haben. Wir haben am 1. April, wie Jim Bianco hier zeigt, und am 11. Juni doch sehr heftige Abverkäufe an einem Handelstag erlebt, aber dann ging es gleich wieder nach oben. Die Frage ist, wie kommen wir heute raus? Der Nasdaq war schon wieder über 4% im Minus, aber es kann sehr, sehr schnell gehen. Wie gesagt, die Schwankungsbreite, die ist sehr hoch, deswegen ist alles möglich und auch das Gegenteil davon. Interessant ist aber, dass wir hier jetzt sehen, dass im August, also als die Märkte ja noch stiegen und stiegen und stiegen, hier extreme Insiderverkäufe der Fall waren, also diejenigen Manager ihrer Firmen, die als Finanzvorstand, als CEO, was weiß ich, eine leitende Funktion haben und einen guten Einblick natürlich haben in die Geschäftsentwicklung, die haben massenhaft ihre Aktien verkauft, so stark wie seit 2015 nicht mehr. Und wir sehen hier mal in der Grafik des S&P 500 oder des S&P 500 Futures genauer
mal gesagt, wie stark in dieser Zeit die Insider verkauft haben. Der Markt ist aber dennoch weiter gestiegen. Warum ist er weiter gestiegen? Das erklärt vielleicht hier zunächst mal, wollte ich eigentlich diese Grafik zeigen, sorry, das erklärt vielleicht der Optionsmarkt. Und hier gibt es offenkundig oder gab es einen dicken Wal, nämlich Softbank, diese japanische Firma, die sich auch ein bisschen verspekuliert hat in WeWork, ein ziemlich, naja, sagen wir mal, halbseidenes Unternehmen, um vorsichtig zu sein. Die haben offenkundig in gigantischem Volumen hier Calls gekauft auf einzelne Nasdaq-Aktien, sodass, wie die Financial Times hier berichtet, sogar Mitarbeiter von Softbank, die ja allerhand gewöhnt sind in Sachen Spekulation, so ein bisschen ins Schwitzen kommen angesichts des Volumens. Und wir haben letzte Woche eben ja gesehen, dass da massive Abflüsse schon waren aus Tech-ETFs, wie zum Beispiel einem Vanguard-Tech-ETF oder einem iShares-ETF Growth. Also da ist eigentlich ja Geld schon rausgeflossen, aber eben diese Optionskäufe, die haben das Rad weitergedreht, diese Mechanik, die hat die ganze Geschichte weiter aufgespult. Ja, kommt es jetzt so wie in dieser Grafik, wenn der Amtsinhaber die Wahl verliert, dann, ich hatte diese Grafik mehrfach gezeigt, halte sie aber für bedeutsam, dann würden jetzt stürmische Zeiten auf uns zukommen mit auch zwischenzeitlichen Rallyes, gar keine Frage, aber wenn der Amtsinhaber gewinnt, dann sehen wir die blaue Grafik, dann geht es weiter nach oben. Das ist jetzt die Kernfrage und wir sehen, dass da natürlich auch die wirtschaftliche Situation eine wichtige Rolle spielt bei der Beurteilung dieser Kernfrage. Wir hatten heute die US-Arbeitsmarktdaten, die waren in der Headline ganz okay, waren eigentlich gut, also waren zumindest so wie erwartet, aber wir sehen, das Government hat 344.000 Stellen geschaffen, deutlich mehr als prognostiziert, während eben der die normale Wirtschaft, der letztendlich nur 1 Million Stellen geschaffen hat. Also es ist viel Regierung gewesen, viel Staat gewesen, was diese Jobs geschafft hat, weil man eben Zensus betreibt, weil man jetzt ja eine Volkszählung durchführen will und da stellt man eben Leute ein. Aber das sind eben keine dauerhaften Jobs, sondern sind eben Jobs, die dann bald auch nicht mehr wirklich der Fall sind. Schauen wir uns mal die Dinge an in den Charts, was Sie hier unten übrigens noch sehen in der Grafik. Das ist das Verhältnis zwischen Arbeitslosigkeit von Schwarzen und Arbeitslosigkeit von Weißen. Und wir sehen, dass vor allem die Schwarzen hier ein Problem haben. Da ist die sprunghaft angestiegen in Relation zu den Weißen. Das könnte ein wichtiger Punkt sein bei den Wahlen. Schauen wir uns mal an, was passiert an die Märkte, was wir hier sehen in den Charts. Von Capital.com. Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, ist Le Nasdaq, der es ziemlich bunt treibt, 11.440. Wie gesagt, wir waren schon 300 Punkte tiefer. Aber wir sind natürlich jetzt auch mal 1000 Pünktchen gefallen in, seit gestern, um genauer zu sein. Das ist also schon durchaus eine gewisse Strecke. Da geht es also massiv zur Sache. Wir sehen beim DAX nicht ganz so krasse Bewegungen. Der Index hält sich bei 12.800 in den 80ern. Aber er ist doch natürlich jetzt auch gestern oder wann war es oder war das schon ein bisschen länger her? Das ist ja mal, wenn man Alzheimer hat wie ich, Geld, dann ist die schwer zu beurteilen. War über 13.400 Punkte. Jedenfalls sehen wir, dass wir Gold weiter unter Druck sehen, so latent, jetzt kein großer Druck, aber insgesamt nach wie vor der Dollar recht robust, 1921 und Euro-Dollar handelt aktuell bei 1,1818, war aber heute schon unter der 1,18er Marke. Also was hoch steigt, hat die Tendenz dann, auch wenn es mal runter geht, auch tiefer zu fallen. Das kennen wir alle. Wenn wir hoch springen, dann kann die Landung manchmal hart sein. Ich weiß das besonders genau. Jedenfalls ist jetzt eben eine wirklich entscheidende Situation für die Märkte. Geht es jetzt sozusagen mit dieser Korrektur weiter? Der heutige Handelstag, wenn er abgeschlossen ist, wird uns wichtige Informationen darüber geben, wie stark, wie groß diese Korrektur ist. Sie scheint jedenfalls größer zu sein als alles, was im Grunde seit dem Crash im März passiert ist. Man darf gespannt sein und darf Ihnen, ich an Ihrer, an meiner Stelle sozusagen, Ihnen, mein Gott, die Woche war anstrengend, darf ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende wünschen und sage Servus und Ciao. Am Montag, Labor Day in den USA, könnte aber trotzdem spannend werden angesichts der Nervosität an den Märkten. Also machen Sie das Beste draus. Servus, Ciao.